Knickknack, los geht's. So, da sind wir wieder da. Sonntagnachmittag, 14.22 Uhr geworden gerade. Heute machen wir Dinge. Die Tür muss zu, so. Zuerst würde ich nämlich ganz gerne mal eine Sache nachgucken, bevor wir wieder zur Baumfarm gehen und den Sortierungsautomatismus vervollständigen. Ich würde nämlich ganz gerne einmal hiervon, ja, hier unten, so, einmal hiervon, einmal davon, einmal hiervon, so. Jetzt haben wir natürlich kein Eisen mehr, ne? Ich sehe das schon kommen. Ich sehe das schon. Hier haben wir Eisen. So, viermal Eisen. Zack, 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 zack. Da. Und den Rest machen wir wieder zu Eisen. So. Und dann kommt das Ding nämlich mal in... Na komm. Ach ja. Der Ofen ist ja weg. Der Ofen ist weg. Das heißt, wir gehen einmal. Gehen wir hier hin? Nein. Wir gehen. Theoretisch, müssen wir sowieso rüber. Wir gehen mal rüber. So. Dann kommt das hier nämlich mal eben rein. Ich würde nämlich ganz gerne mal eine Sache ausprobieren und, Inventar ist gut voll, aber das brauchen wir eh gleich alles. Ah, also von daher. Haben wir hier noch irgendwas Brauchbares drin? Theoretisch das hier. Ah, Cobblestone haben wir genug. So, dann. So. Dann. Ach, die haben wir alle verbraucht. Ja, wir müssen neue machen. Wir müssen neue Röhren machen. Die Röhren, die gingen doch aus Öl irgendwie, ne? Einfach nur Pipe. Genau, Kunststoff. Paraffin, Öl. Genau, Blätter, so war das. So war das. Ja gut, Inventar ist natürlich gut voll. Vorbereitung ist alles. Vorbereitung ist alles. Wir können ja mal gucken, ob wir hier in der Mese- und Technikkiste vielleicht noch irgendwo... Nee. Das sieht nicht gut aus. Dachte gerade, da wäre noch eine Ölflasche, aber war ja nichts. Das heißt, na gut, der Ofen, der funktioniert natürlich auch nicht. Ich bin auf einmal so müde. Na gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. So. Yeah. Machen wir hier. Das hat sich ja richtig gelohnt. So. Einmal. Zack, zack, zack. Einmal. So. Das muss gebrannt werden, oder? Ich glaube, das muss. Genau, und da kriegt man dann nämlich das unverarbeitete Paraffin raus. Dann kommt es in den Ofen. Oh, Kohle ist auch bald alle. Haben wir denn hier noch Holzkohle drin? Dann tun wir die da gleich mal rein. So. Zack. Kohle weg. Gut, das ist natürlich jetzt so eine Sache, das müsste man natürlich abwarten. Währenddessen gucken wir nochmal ein bisschen was. Da 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 da.
So, wir waren ja hier letztes Mal stehen geblieben, dass wir das Ganze mal so ein bisschen aufdröseln wollen. Genau, die gehen nämlich da und das geht... Rot geht nämlich dann einfach weiter. Also wenn... wir müssen natürlich gucken. Rot müsste ja auch konfiguriert werden, weil wir ja nicht wollen, dass irgendwie Sachen zurückgehen. Das heißt, wir müssten das... Weiß müssten wir, glaube ich, abschalten, ne? Damit es von außen zwar reinkommt, aber nicht von innen rausgefiltert wird. Wir machen das mal aus. Und dann kommen wir ja hier mal... Ups, einer zu viel. So. Kommen wir ja hier mal gucken, genau. Das geht nämlich hier. Jetzt haben wir natürlich keine... Doch, wir haben Setzlinge. Wir können Setzlinge konfigurieren. Dann konfigurieren wir Setzlinge. Weil in Rot... sind natürlich dann Setzlinge drin. Und Blätter, haben wir gesagt, ne? Habe ich denn Blätter jetzt noch? Ne, die habe ich natürlich gerade alle verbaut. Aber gut, okay, dann gucken wir mal, wenn man hier nämlich jetzt... Wir machen die mal eben aus. Ich würde das nämlich ganz gerne auch mal ein bisschen steuern können. So. Der Setzling wandert runter. Wandert runter. Wandert durch. Und der müsste jetzt... Wo hänge ich denn hier? Genau, der müsste jetzt ja eigentlich durchgehen, ne? Genau. Tut, was er tun soll. So. In Rot ist natürlich dann... Jetzt ist natürlich die Scheiße, weil natürlich auch da hinten Setzlinge hin sollen. Das wird dann aber, glaube ich, nicht passieren. Sondern erst, wenn das dann von hier wieder zurückkommt. Es funktioniert alles nicht so, wie ich mir das gedacht habe, ne? Weil der Setzling, der kommt an und er verteilt sich dann hier ja random irgendwie und könnte natürlich in alle möglichen Kisten dann reingehen. Na gut, wenn wir hier oben den Filter einbauen, natürlich nicht. Aber er würde halt hier dann irgendwie, wenn hier voll ist, wird das ja wieder zurückgehen und dann wird er hier versuchen und dann wird das wieder zurückgehen und dann wird er hier versuchen. Also es könnte halt passieren, aber er müsste dann runtergehen. Und das ist dann halt der Moment, wo es dann runtergeht und dann geht es halt rüber zu dem Roten. Und hier im Roten wird dann auch entsprechend gefiltert. Ja. Gut, dann gucken wir mal, was denn hier nun passiert ist. Ich glaube, das Paraffin sollte jetzt ausreichend sein. Wir nehmen das mal. So, und dann geht's nämlich weiter. Auch wieder brennen. Hm, na super. Hm. Brauchen wir einen zweiten Ofen, oder? Wir machen einfach... Haben wir vielleicht einen? Wir haben sogar einen. So, dann stellen wir den zweiten Ofen... Wir stellen den erstmal hier hin. So, das hier rein. Das hier, das. Nehmen mal das, wo mir drin ist. So, zack, zack. Gut, dann haben wir unsere Produktion hier auf jeden Fall schon mal gestartet. So, vier. Ne, was brauchen wir? Sechs brauchen wir, ne? So. 5, 6, dann machen wir hier einmal so, ja, ja. So, und jetzt ist nämlich die große Frage, weil das Rezept wird ja nicht angezeigt, geht das? Ah, es geht, weil, also irgendwie, es fehlt das Rezept. Warum auch immer. Hat man, glaube ich, schon mal gehabt, ne? Dass das irgendwie irgendwas war mit dem Rezept. So, das kommt hier rein. Das kommt hier raus. Das kommt hier rein. Und wir gehen einmal rüber. Vorher nehmen wir uns nochmal ein Blätter. Blätter mit. Zumindest ein Blatt zum Konfigurieren. So. Bei der Gelegenheit vielleicht mal ein paar Äpfel. Nom, 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 nom. So.
fällt mir was ganz anderes ein. So geht das ja nun nicht, ne? So. Kommt dann nämlich wieder nach unten. Die Äpfel kommen wieder hoch. Und dann bauen wir den Filter da mal ein, unten da in der Ecke. So. So. Plock. Dann müssen wir blau Setzlinge. Und wenn es nachher fertig ist, ist rot auch noch Setzlinge. Das rot ist auch noch Setzlinge. Schwarz und weiß sind Blätter. Nee, schwarz und weiß sind Holz. Schwarz und weiß sind Holz. Dann nehmen wir uns mal hier unseren Stamm. Na komm. So. Weiß, schwarz und die beiden. Gelb muss anbleiben. Ja. Und grün, naja gut, grün haben wir nicht. Wäre theoretisch dann ja hier oben. Ich weiß halt nicht, wie der da reagiert, wenn man das jetzt so offen lässt. Genau, schwarz und weiß sind das, das und das und das. Gelb bleibt an, weil es ja auch wieder zurückgehen muss. In geht's in grün. Genau, der ist aus. Da kommt's rein. Die sind aus. Und die Setzlinge wandern rüber nach da. Und die Blätter wandern auch rüber nach da. Wir machen das mal so rum. Nee, wir machen das so rum, weil Setzlinge kommen hier sowieso rein. Es ist egal, es ist rein für die Optik jetzt gerade. So. Machen wir das mal so. Genau, also Setzlinge und Holz gehen nach grün. Setzlinge werden sortiert, Holz wird sortiert. Wenn es alles voll ist, wenn es nirgendwo reinkommt und die Kisten alle gefüllt sind, dann wird es ja hier wieder zurückgehen. Das heißt, das geht dann zurück. Kommt in grün rein, kann nicht nach weiß. Ja, die anderen sind auch aus. Kann wieder nach grün. Könnte natürlich passieren, dass es dann ewig unsere Tage hier hin und her pendelt, weil, ne, es wird ja erkannt. Wir hoffen mal, dass das so klug ist, dass wenn das in den Grün reinkommt, dass er erkennt, dass er vom Grün kommt und nicht wieder in den Grün zurückgeht, sondern dann in den Roten. Irgendwie so, ne? Irgendwie so. So. Genau, die sind alle verkabelt. Wollen wir hier noch verkabeln. So. Dann haben wir das zumindest alle schon mal angeschlossen. Hier, wie gesagt, da kommt noch... noch Kisten rein für eben na, für die Setzlinge, weil hier zwei Reihen mit Kisten für Setzlinge sind. Ich hoffe, das funktioniert alles so. Und hier die Kiste, da gut, das war ja hier, ne? Die drei Dinge, die wir haben wollen. Und blau dann eben für alles andere, für die Ramschkiste. Ich guck gerade mal. Gelb, ne, das wird dann wieder zurückgehen. Also das wird halt dann hin und her pendeln. Okay. Wir schmeißen mal ein Stück Holz rein. So. Gucken wir mal, was mit dem Holz passiert. Richtig. Irgendwo hängt man da fest. Komisch. Ja. Das müsste hochgehen. Ist natürlich jetzt die am weitesten weg ist, ne, vom Eingang, aber jetzt probiere ich doch mal aus. Entweder habe ich ganz großes Glück oder Pech. Und der Zufallsautomatismus macht jetzt genau das Gleiche. Oder es ist immer der... Ja, immer man vordefiniert, konfigurierter Weg, wie das dann da reinläuft.
Oder was zuerst versucht wird. Genau, es geht hoch. Also jetzt geht es nämlich woanders hin. Es ist also wirklich zufallsbasierend. Wird natürlich dann schwierig, wenn die Farm noch nicht ganz voll ist, weil dann muss man das Holz, was man abgebaut hat, immer erst einmal suchen. Ist auch scheiße, ne? Musst du das doch irgendwie... Wir probieren mal was aus. Aha. Jetzt brauchen wir... wir fangen hier an. Aha. Dann geht's hier rüber. Hier. Aha. Und wir kommen... Na, so geht's natürlich nicht, ne? Da wird's auch nicht gehen. Haben wir denn so eine, die nicht connected? Crossing... Was macht die denn? Ah, man kriegt sie nicht wieder zurück. Scheiße. Teleporting. Können wir ja mit diesen Teleporting-Tubes arbeiten. Bin ich aber nicht so der Fan von. Weil dann würden wir halt an jeder eine anschließen. Und dann eben konfigurieren. Alles, was in diese Teleporting-Tube geht, wird halt irgendwohin verteilt. Nee. Accuming, adjustable pneumatic. Kriegt man auch nie wieder zurück. Detecting. Wir machen erstmal eine Crossing. Wir gucken mal. Na, wir haben nicht genug. Wir machen das einfach mal und machen das einfach mal und gucken einfach mal, was passiert. Ja? Okay. Also wenn man hier dann was anschließt quasi, dann... Also es würde dann hier durchgehen und, oder wie ist es zu verstehen? Ich denke ja, ne? Weil dann wird es gehen. Der wird halt nie benutzt werden hier. Es geht aber auch nicht, weil wir den ja für... Weil ich würde halt diesen Zufallsaspekt so ein bisschen rausnehmen aus dem Ganzen, indem das das haut doch alles nicht hin. Das haut doch alles nicht hin. Ja, die sind jetzt halt, na gut, da kann man nichts mehr mitmachen. Das haut doch alles nicht hin, das ist doch doof. Wir machen hier auch erstmal weg. Also das müssen wir uns nochmal neu überlegen, wie wir das gleich machen. So. Also ich sag mal, bis hier sind wir auf jeden Fall safe. Also bis hier zu dieser Konfiguration, das funktioniert. Das Rüberschicken ist natürlich die andere Frage.
Nur die Verkabelung oder beziehungsweise hier die Röhrenverlegung. Die ist jetzt so ein bisschen fragwürdig gerade, ne? Wir gehen erstmal rüber und holen weitere Röhren. Bei der Gelegenheit können wir auch gleich mal das Holz wieder einbauen hier. So. So. So ist doch wieder schön. Joi. So, dann müsste hier inzwischen ja auch fertig gebrannt sein alles. Genau, das kommt raus, das kommt rein, das kommt rein, das kommt raus. So, machen wir noch ein paar Röhren. So, zack, zack, zack. Werden wir eh benötigen. So, 100 müssten da eigentlich reichen. Also das hier können wir eigentlich, das können wir eigentlich so belassen, weil das ist ja richtig, das funktioniert. Ne? Alles, was da reingeht, das geht halt in eine von diesen drei Kisten hier. Und wenn nicht, dann geht es halt zurück und im Idealfall geht es dann hier weiter. Mann. Könnte ja natürlich das Problem hier unten, wenn man da noch eine Sorting Tube einbaut, die zurück nimmt, denn da. Da. Das ist doch doof. Ups. Na. Genau. Sieht ja auch heiß aus. Oder wir akzeptieren einfach, dass es so ist und es wird schon irgendwie funktionieren. So. So, la 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 la. So, so, so. Und ja, hier ist für die. Mach mal hier mal eben den Durchgang. Oh, hier eben den Durchgang. Es wird schon funktionieren. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Außerdem wollen wir auch irgendwann fertig werden. Ja, also, wenn es nicht funktionieren sollte, was es wahrscheinlich nicht wird, können wir uns da ja immer noch drum kümmern. Aber wir müssen mal ein bisschen vorankommen hier. So geht das nicht. So. Da muss eine Sorting. Haben wir Sorting? Haben wir natürlich nicht. Jetzt müssen wir natürlich noch wieder. Nee, Moment. Wir haben. Wieso ist denn Caps Lock an? Wir haben Dinge. Wir haben Dinge. Wir nehmen die jetzt einfach. Komm. Wir nehmen sie nicht, weil wir kein. So. Ja. Da. 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 So. Die Kunststoffplatten. Da oben haben wir noch Kunststoffplatten. Das heißt, wir müssen kurz mal umräumen. So, dann können wir die nämlich schon mal wegtun. Ja, und die Dinger hier, Glas. Hier mit dazu. Ja, passt schon. Jetzt machen wir nämlich mal ein paar Sorting Tubes und dann die kommen wir eigentlich dann auch mal entsorgen irgendwann.
Ups. Jetzt brauchen wir 4. Nee, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nur eine, ne? Lololo. Hier rum, hier rum, hier runter. Rums. So. Weiß gar nicht, ob das inzwischen gefixt wurde mit den Türen, dass sie nicht schließen. Ich habe halt auch nicht geupdatet. zack. So, jetzt müssen wir nämlich wieder konfigurieren. Und zwar rot und was hängt hier? Na. Blau. So, rot. Setzlinge, blau, Setzlinge. Und schwarz und weiß Blätter. So, und der Rest. Gelb. Ich überlege gerade, ob man da auch noch Setzlinge reinmacht, weil wenn dann was zurückkommt, dann sind es nur Setzlinge. Die Blätter sind im Zweifelsfall nicht so schlimm. Ich glaube, wir machen das und dann machen wir den hier aus. So. So, jetzt haben wir nämlich, für den Fall, also zumindest interpretiere ich das so, für den Fall, dass wenn Blätter zurückkommen, werden sie erkannt, dass sie in Gelb sollen und gehen dann in Gelb. Und wenn, nee, wenn Setzlinge zurückkommen. Und wenn Blätter zurückkommen, die würden halt hin und her pendeln und wahrscheinlich irgendwann rauspoppen und irgendwann die spawnen, wenn alles voll ist. Weil die können ja nirgendwo hin. Ich hoffe, das funktioniert so. So, können wir hier den Stein noch mitnehmen. Dann machen wir hier schon mal zu. Und dann machen wir hier. Zack, zack. Zack. Da kommen nämlich dann die Kisten vor. Von denen wir gerade so viele machen können, weil wir so viel Holz dabei haben. So. Zu. Ja, ich glaube hier das Mittelstück, das können wir auch so zumachen schon mal. So. Ne? Und die anderen drei Kisten, Blätter und dann geht das los. Dann kann man hier auch schon mal zumachen. Weil hier kommen dann auch die Kisten davor. Und dann, na gut, hier lassen wir nochmal auf. Und dann gehen wir mal eben zu dem Ort, weswegen wir das alles machen. Ich brauche nämlich mal ein bisschen Holz für Kisten. Zack. Zack. Kurz abwarten. Kurz abwarten. So. Kurz abwarten. Zack. Inventar ist voll. Gut, aber wir haben zumindest ein bisschen Holz. Das heißt, wir können mal ein paar Kisten machen. Zwei brauchen wir für da. Und dann brauchen wir 1, 2, 3 für die andere Seite. Zack. So. Und nachpflanzen natürlich, ne? Die Blätter hier, kriegen wir die irgendwie mit, wenn wir irgendwas... Ne? Na, ist egal. Die spawnen sowieso irgendwann die Blätter, also von daher soll uns das mal nicht weiter stören. Aber jetzt können wir zumindest hier mal ordentlich machen wieder. Zack, zack. Ne, und alles, was blau ist, landet eben hier. In einer von den drei Kisten zufällig. Ist halt blöd mit dem Zufallsaspekt, aber gut, okay. Oder es landet halt eben in Rot. Ich hoffe, das funktioniert auch tatsächlich so, ne? Nicht, dass nur irgendwie... Wir lassen die Dinger hier erstmal noch offen. Das müssen wir auf jeden Fall erstmal ordentlich testen. Müssen wir hier unten nochmal rein? Eigentlich nicht, ne? Guck
machen wir hier nämlich schon mal wieder zumachen. Na? 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 Ich lass mal noch auf, solange wir testen. Na gut, aber wir kommen jetzt hier nirgendwo mehr hoch, ne? Das ist natürlich auch blöd. Aber müssen wir eigentlich hoch? Nein, wir müssen gar nicht mehr hoch. Das heißt, hier machen wir zu, weil der Weg hier, ja, komm, ganz ehrlich, da wissen wir ja, dass das hier durchläuft. Das heißt, wir lassen das hier mal auf, dass man hier gucken kann, was passiert. Na, hier sowieso. Und wir lassen hier auf, dass man gucken kann, was passiert. Und dann ist das gut. Und dann würde ich sagen, wir machen hier auch mal... Ups. Das natürlich nicht. Hier ist natürlich der gute Fußboden. Der gute Technikfußboden. So. So, weil der Weg hier unten, ja, das ist klar, dass es durchgeht. Dann schmeißen wir mal rein Setzlinge. Das. Und, gut, das ganze Holz, das habe ich jetzt verarbeitet. Das ist natürlich doof. Wir gehen nochmal hoch. La 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 la. Und dann holen wir uns noch mal ein bisschen... jetzt können wir die Blätter auch mitnehmen. Das ist doch hier wunderbar. So, 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 so. Wir holen uns mal noch ein bisschen Holz. So. Und dann gucken wir mal, was denn da passiert. Also, Setzling. Geht durch, okay. Er müsste jetzt in Rot, oder? Ah, es ist automatisch. Zufällig, okay. Das heißt, beide Seiten gleichermaßen werden gefüllt. Das ist doch schon mal schön. Aber warum geht's zurück? Ich habe doch gesagt, du sollst... Das, das... Und gelb... Ja, ja, scheiße, weil gelb natürlich erkannt wird als Ziel für Setzlinge. Hm, okay. Das funktioniert also nicht. Das gleiche Problem haben wir hier doch dann auch, oder? Ja, Kacke, weil alles, was da nämlich drin ist, wird natürlich irgendwann... Na, weil der geht hier rein und wird erkannt und dann... und hier erkannt und... Wo ist denn jetzt eigentlich mein... Ist der hier drin gewesen? So viele Orte gibt es ja nicht für die Setzlinge zum Glück. Müsste der dann aber gewesen sein, oder? Ja gut, dann war das der Stack, okay. Dann holen wir den nächsten hier raus. Es kommt Blätter. Hm. Blätter muss dann ja nach Rot gehen. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. Ja. Und dann muss Blätter nach Schwarz oder Weiß gehen. Okay, und ja, da verteilt sich's dann halt irgendwo hin und... Genau. Was man natürlich jetzt machen könnte, gut, okay, also wenn Blätter jetzt zurückkommen würden, würden sie wieder erkannt werden und nach Schwarz oder Weiß gehen. Das heißt, die Blätter bleiben immer hier oben. Die Setzlinge bleiben auch immer hier oben.
Ist insofern natürlich ein bisschen blöd, wenn hier die beiden Kisten voll sind. Die Setzlinge gehen halt nicht zurück. Also die würden hier immer dann hin und her pendeln und in keine von den Kisten reinkommen und alle Setzlinge, die hier hochgehen, sind halt verloren. Es würden hier zufälligerweise natürlich auch Setzlinge nach hinten gehen. Das heißt, diese Baumfarm wird ziemlich einen Verlust abwerfen, weil ja, Setzlinge und so, ne? Und Holz, ja gut, wenn die Seite hier komplett voll ist und der hier permanent hin und her pendelt und hier dann reingeht, der wird halt weiß erkannt werden und wird halt wahrscheinlich direkt wieder zufälligerweise zurückgehen. Ist alles nicht so effizient und nicht so schön, aber gut. Und Holz. Holz geht in grün und geht in schwarz oder weiß, wie gesagt. Genau. Nach schwarz. Schwarz ist das zweite, also er geht nicht von oben nach unten, das ist schon mal okay. Ach fuck, jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, wo das drin verschwunden ist. Upsi. Ah, da ist es. So. Jetzt tun wir mal was rein, was nicht erkannt werden dürfte. Ne? Hier, wie gesagt, nur die drei Dinger und alles andere geht nach blau. Zack. Und es geht dann eben oben in die andere Kiste, in die Schrottkiste rein. So, dann schließen wir das Ding hier mal an. Und gehen mal zur Baumfarm. Oh. Was willst du? Hau ab, hau ab! Noch so ein Klappergesell. Jetzt hier aber mal. Junge, Junge, Junge. Wie viel Axt haben wir noch? Wir haben nicht mehr so viel Axt. Ne? Können wir mal gucken, wie weit wir kommen. Vor allen Dingen haben wir da nicht mehr so viel Inventar. Das heißt, wir tun hier mal ein bisschen was weg. Ja, gut. Ja. Und dann holen wir uns mal hier. Holen wir uns mal hier. Die Mod funktioniert immerhin. Das ist doch schon mal wunderschön. Ich hoffe, die funktioniert auch so. Das wäre ja blöd, wenn nicht. Also es ist auf jeden Fall noch was aktiv. Jetzt habe ich natürlich keine. Das dauert jetzt natürlich, bis es abgebaut ist. Also es tut sich hier was. Es tut sich nichts mehr. So ohne Axt ist halt ein bisschen langsam, ne? Haben wir noch Material für eine Axt? Ja, wir können eine Holzaxt machen, aber das ist natürlich auch irgendwie scheiße. Das ist doof. Wir gehen mal rüber hier und wir haben ja noch Mese in der Kiste. Das heißt, wir machen uns einfach kurz eine Mese-Axt. Ja.
Wir machen uns kurz eine Mesa-Axt. Alles klar. Kann man nämlich hier das Mesa schon mal reintun. Und dann kann man nochmal ein Holz schon mal reintun. So. Was schmeißen wir weg? Erde schmeißen wir weg. Ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Fast bei einer Stunde. Und tatsächlich ein bisschen produktiv geworden. Ja, und gewesen. Wenn auch nicht viel, aber immerhin. So. Wo laufe ich denn hin? Hier ist so der Reflex. So, wir haben zwei Türen. Wir machen auch beide Türen auf. Da müssen wir dann, wenn es irgendwann wieder funktioniert, natürlich auch noch so ein Tür-Öffnen-Automatismus hinbauen, wie wir das unten in der Halle haben. Dann kann man nämlich schön... Manchmal habe ich Schmerzen. Zur Strafe schmeiße ich die jetzt weg. Und ich habe keinen Platz mehr für... Manchmal habe ich Schmerzen. was für ein Idiot, Alter, was für ein Idiot. Komm, scheißegal. Dann machen wir eine hier raus. Machen wir eine daraus. Natürlich ohne irgendwelchen Platz im Inventar. Das ist doch wieder... So. Diesmal hier... Axt. Können wir mal kurz ein bisschen Ökokram wegschmeißen? Ein paar Setzlinge oder so? Ach nee. Die Setzlinge, die wollen wir jetzt ja behalten, weil wir die ja filtern wollen. Wir lassen sie erstmal hier. So. Bisschen Erde weg. Steinzeug. Bisschen Kies weg. So, muss reichen. Das muss reichen. Ja, genau, da haben wir das. So. Auf ein neues. Diesmal mit Axt und nicht mit Spitzhacke. So. Und dann geht das weiter hier. So. So. Jo, Inventar ist schon wieder gut gefüllt. Ich würde das natürlich schon gern alles mitnehmen. Ist natürlich die Frage, wie man die Baumfarm natürlich auch nutzen kann. Alles, was wir überhaben, wenn wir Bäume abholzen... kommt da natürlich rein und langfristig bei Folge 3291 oder so ist das Lager da unten dann voll. Das ist doch auch gut. So. Zack. Nächster. So. Nächster. Die hier mal beide gleichzeitig. Zack. Zack. Ja. Sehr schön. Zack. Zack.
Oder auch nicht. Ja, dann machen wir einen nach dem anderen. Das ist auch okay. So. Ich vermute, das... Na gut, noch geht's mit dem Inventar. Gucken wir mal, ob es reicht. Nächste. Jetzt. Geht. Geht, geht, geht. Müsste reichen. So. Da, hat nicht gereicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es gereicht hätte. Das bedeutet, das bleibt erstmal liegen. Dann können wir nämlich mal unsere Baumfarm wieder nachpflanzen. Zack, zack. So. Läuft doch super mit der Baumfarm. Ich überlege gerade, ob man sie irgendwie komplett automatisieren kann, aber ich glaube nicht. Also mir ist nicht wirklich eine Möglichkeit bekannt. Könnte man natürlich mal ausprobieren. Ja, dass wir die hier so als Schaubaumfarm benutzen und dass irgendwo im Keller, ganz tief unten drunter, permanent gearbeitet wird. So, und jetzt schmeißen wir nämlich alles hier in die Kiste, was wir an Zeug so haben. So, und das müsste jetzt nach und nach mit jedem Auslösen ein Stack. Mit jedem Auslösen ein Stack. Und dann wandert's. Ist nicht super schnell, aber das ist okay. So, die wandern schön alle weiter. Da kommt der nächste. Jetzt wird es hier natürlich spannend. Wie entscheidet er sich? Weiß? Schwarz? Und jetzt wieder weiß? Okay. Jetzt wieder schwarz? Okay, jetzt wieder weiß. Okay, und jetzt wieder schwarz. Und jetzt wieder weiß. Das ist ein bisschen sehr viel für Zufall, oder? Also immer im Wechsel. Okay. Also es ist immer, ne? Also siehst du ja hier, immer links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und hier wahrscheinlich auch, ne? Ah, okay. Wir können ja mal analysieren, was das für hier bedeuten würde, wenn er immer einen anderen nimmt. Guck mal, hier ist nämlich auch schwarz-weiß, schwarz-weiß, schwarz-weiß dann wahrscheinlich. Da... Müsste eigentlich funktionieren, oder? Jetzt ist natürlich hier so random irgendwie in Kisten was drin. Das ist natürlich, ne? Es ist überall ein bisschen was drin. Das macht's nicht gerade einfacher. Das macht's nicht gerade einfacher. Ups. Aber habe ich nicht auch... Ne, ich habe keine. Ich habe die Setzlinge nicht... Genau, schmeiße weg. Ich habe die Setzlinge nicht da reingetan. Das heißt, das müssen wir eben kurz mal nachholen. Tun wir nämlich die Setzlinge, die restlichen auch rein und dann kommt der ganze Stack an Setzlingen und wandert und wandert und wandert und wandert. Und
Jetzt ist natürlich die Frage, nur, also schwarz-weiß, schwarz-weiß, schwarz-weiß. Genau, jetzt geht er nämlich hier, weil er vorher in grün gegangen ist, geht er jetzt in rot. Gut, also es würden dann zumindest mehr oder weniger gleichmäßig die Kisten gefüllt. Und hier ist vorher drin gewesen, ne? Nee. Gut. Und der nächste Stack Setzlinge würde dann hier hinten verteilt werden und der Stack darauf kommt wieder hierher und würde dann hier reingehen. Also hochgerechnet, rein von der Idee her, wie das funktionieren könnte. Das ist auch gut, wir lassen das hier nochmal auf, für alle Fälle. Und hier muss ich mir auch nochmal was überlegen, was man hier natürlich auch irgendwie. Kann man immer noch mal gucken. So, die Blinky Plant blinkt auf jeden Fall vor sich hin, das ist okay. Ach ne, wir lassen es auf. So, drücken wir uns ein paar Äpfel rein. Dann ist Nacht. Es ist Nacht. Oh Junge, es ist Nacht. Wir gehen mal hier durch den dunklen Wald. Wir haben ja ein Schwert dabei. Ah, da müssen noch Fackeln hin für so ein bisschen Licht, dass man ein bisschen was sehen kann. Sollte hier nicht noch ein Geländer hin irgendwie oder sowas? Naja. Und die ganzen Fackeln hier, naja, schön ist anders, ne? Gut, die Baumfarmsortierfunktion funktioniert zumindest so ein bisschen, würde ich sagen. Müssen wir mal gucken. Nächstes Mal machen wir dann fertig und dann machen wir was anderes. Dreimal Baumfarmen reicht dann auch. Die Folge geht eh schon wieder viel zu lang. Ja, machen wir immer eine schöne halbe Stunde, schön kurz und knackig und dann passt das schon. Ja. Gut, es wird gerade Tag, das ist doch wunderbar. Dann ordentlich positionieren. Hier in die Richtung gucken und dann war es das für diese Aufnahmefolge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Haut rein. Tschö.